Hallo zusammen, heute geht es weiter bei meiner Anlage hier. Ich habe ja diesen Teil, habe ich ja total geändert. Das war ja hier alles gerade nach oben. Das habe ich jetzt hier gegipst. Und jetzt will ich mal einfach hier den See kolorieren. Ich will euch mal zeigen, wie ich das Ganze mache. Und ich fange jetzt an mit einer normalen grauen Acrylfarbe als Grund und dann kommen die feinen Farben hinzu. Ganze jetzt mal grau, hellgrau angemalt. Jetzt See ist extrem schwierig zu machen. Ich habe jetzt hier mal schwarz, türkis, grün, weiß, kommen vielleicht noch Brauntöne hinzu. Ich mische gewisse Nuancen und fange hier mal an. Das muss man testen und probieren. Also man muss ja immer jetzt probieren, türkis, grau, wie auch immer, man kann auch mit grau wieder hineingehen. Das ist, ich habe hier, die Farbe ist ja noch nicht trocken, die kann ich ja hier verreiben mit der anderen zusammen. Und da testen wir einfach mal den Farbton. Wichtig ist auch, wenn man hier jetzt die Farben hat, hier das Dunklere, hier das Hellere, dass man einfach mit Titanweiß die Farben ineinander zieht. Das heißt, dort wo es dunkler ist, ist auch eine tiefere Stelle. Hier, wo das Wasser noch auftritt, ist es ein bisschen heller. Sind ja eigentlich grau, schwarz, türkisch, blau Nuancen. Ist ja ganz extrem vielfältig, die Farben. Aber bei den meisten, die meisten machen das viel zu blau. Aber in Realität ist das nicht so extrem blau, aber doch ein bisschen gewisse Nuancen. Einfach die Farben grau-schwarz mit hineinziehen. Und ja, ist immer wieder eine Herausforderung, weil Wasser, die Farbe zu machen, Untergrund, weil hier kommt ja nachher Gießharz hinein, ca. 5-6 mm, dann sieht es doch schon ein wenig anders aus. So, jetzt habe ich mal verschiedene Farbnuancen gemacht. Jetzt muss das zuerst mal 24 Stunden trocknen.
So sieht das im Moment aus und dann melde ich mich wieder, wenn es trocken ist. Der See ist noch nicht ganz trocken, aber hier die Felsen, die ich gemacht habe, die können wir jetzt schon granieren. Das heißt, ich nehme Elfenbeinfarbe, streiche das ziemlich stark aus auf der Pappe und dann setze ich wieder so Highlights einfach über den Felsen. Nicht zu stark mit der Farbe, aber doch ein wenig darf es sein hier. Da kann ich auch gut hier zum See hinuntergehen und vielleicht noch einen feinen Übergang schaffen. Das sieht dann schon immer gleich viel cooler aus mit dieser Granierungstechnik. Ich mache jetzt alle Felsen mal rundherum fertig und dann melde ich mich wieder. So, jetzt habe ich rundherum mal die Felsen graniert, das zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Aber hier, wo ja der Wasserfall, das Wasser hier herunterkommt und hier beim Alexfall, da will ich jetzt auch noch hier die Felsen etwas granieren, wo das Wasser dann durchfließt. Aber hier nehme ich jetzt ein Titanweiß, weil hier muss es doch ein bisschen weißer hin. Und darf ein bisschen kräftiger hin, weil hier will ich ja die ganzen Stellen hier, wo das Wasser drüber rauscht, etwas weißer haben. Einfach hier die ganzen Partien. Ich denke, das sieht dann cool aus, bevor ich das ganze Wasser hier mache. Und hier, das Wasser werde ich natürlich erst nach dem Gießharz machen, weil das kommt dann hier runter, dann muss ich mit der Watte dann auf das Gießharz machen. Das kann ich ja nicht vorher machen. Bestellt ist das Gießharz, aber die haben ja wie fast überall Lieferschwierigkeiten. Wollte mir 200 ml geben, aber da komme ich natürlich nicht weit. Da muss ich jetzt noch auf das Gießharz warten. So, dann arbeite ich hier auch mal alles schön durch und dann zeige ich euch das Schlussresultat. So, jetzt fahre ich euch das mal ab von oben nach unten. Die Farben kommen nicht ganz so heraus, wie ich es gedacht habe hier in der Kamera. Ich habe hier unten noch ganz wenig Braun und nochmal Weiß eingearbeitet, dass es einen feinen Übergang gibt. Dann geht es hier weiter in den See, in den tieferen Bereich hinein, wo so grau-schwarz Nuancen sind. Und hier seht ihr mal die Felsen. Hier unten habe ich auch noch ganz wenig Braun und Weiß eingearbeitet. Es ist jetzt trocken und ich muss hier noch, ich habe noch einen Tipp bekommen, hier ein bisschen mehr Tiefe machen, heißt hier ein bisschen mehr Grau noch granieren, weil sonst wirkt es ja wie ein Felsspalt. Das mache ich jetzt hier noch, einfach mit dunklem Grau das Ganze hier noch nach außen granieren, dass ich hier noch ein bisschen mehr Tiefenwirkung bekomme. Das sind kleine Nuancen, weil Wasser nehme ich mir wirklich Zeit, weil sonst nervt es einem nur, wenn es einem dann nicht passt und das möchte ich einfach nicht. Da braucht man schon Stunden, wirklich sehr viele Stunden, bis das wirklich passt. Aber mir macht das extrem Spaß, weil das ist immer wieder eine Herausforderung, diese Farben zu machen. Also etwas, das ich nicht bedacht habe, musste ich jetzt natürlich noch ändern. Da bin ich jetzt noch final dran. Ihr seht ja hier diese dunklen Einsätze. Das hat diesen Grund, weil wenn das Gießharz hineinkommt, muss ich ja die Brücke hier hineinsetzen.
Und dann hat es ja in der Tiefe eine Dunkelwirkung, das heißt der Schatten geht ja hier hin zur Brücke. Das muss sich noch ändern und ich denke, dann sieht es echt cool aus. So, die finale Farbgebung ist endlich fertig. Diese Schokoladeschicht, die ihr in der Mitte seht, da kommt natürlich noch Erde drauf. Nicht, dass ihr denkt, was ist denn das? Jetzt schwenke ich mal hier zur Brücke. Da habe ich ja eben noch den Schattenwurf gemacht, hier bei der Brücke. Und ich denke, es sieht cool aus so. Also, jetzt habe ich die ganze Farbgebung gemacht. Hat extrem viel Spaß gemacht, war auch sehr viel Arbeit. Stundenlang war ich da zum Probieren und Testen. Aber jetzt auch hier im See sieht man gut die ganze Schattierung hier auf, bei der Brücke, weil die Pfeiler müssen ja in der Tiefe sein und das muss dann schon ja, so gut aussehen. Jetzt warte ich mal auf das Gießhaus. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Bestellt ist es. Jetzt werde ich weiterfahren mit den ganzen Umgebungsarbeiten, die ganze Erde zu machen bei den nächsten Filmen und die ganze Begrünung. Und dann geht's weiter. So, nun hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao, zusammen, euer Alex.